raube das Haus aus. Ah. Er hat einen Fernseher. Ah, ich kann es nicht tragen. Hm. Ich kann nichts mitnehmen. Das ist alles zu schwer. Mache ich irgendwas falsch? Hä? Sagst du scheinbar wieder weggelaufen. Hä? So, sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Ja, ich bin von der FIPCO. Von der FIPCO sind sie. Haben sie einmal einen Dienstausweis? Das, was sie machen, ist kriminell. Nein, nein, nein. Wir wollen hier jemanden stoppen, der ein Haus überfallen hat. Ich habe sie auf frischer Tat erwischt, wie sie dieses Haus überfallen haben. Sie sind hier eingebrochen. Ich werde da mal die Kollegen dazuziehen. Und sie können so lange hier warten. 20 Minuten später. Sie haben ja gerade das Haus aufgebrochen. Hallo, die beiden haben das Haus aufgebrochen. Ich habe sie auf frischer Tat erwischt. Die beiden wollten... Lassen Sie mich mal los. Einbrechen. Ja, wir wollten nirgendwo einbrechen, Junge. Wir haben doch die Meldung bekommen, dass hier eingebrochen wurde. Ja, haben Dispatcher mich angefahren. Einmal bitte den Reisepass. Ich habe die Meldung auch bekommen. Ich bin hier reingelaufen und die beiden haben das Haus ausgeplündert. Ja, dann brauchen sie uns aber nicht festnehmen. Natürlich. Gar nichts gemacht. Ihr seid Räuber. Sofort machen sie ab. So, sie sind jetzt auch festgenommen wegen Korruption. Ich rufe jetzt meine Vorgesetzten. Wir haben doch gar nichts gemacht, hallo. Wir haben gar nichts gemacht. Der Überfall am Haus ist vorbei. Sie sind festgenommen. Drei Hausräuber festgenommen. Können bitte zwei Kollegen von der FIPCO kommen? Es handelt sich um Beamte. Alles klar. Ich warte dann auf Sie. Palito Bay. Wir warten dann mal kurz auf die Kollegen, die Sie dann mitnehmen zum SG. Aber wir haben doch jetzt keine Zeit. Wir müssen zum Event. Hallo. Nee, Event gibt's heute nicht. Ich mache einfach einen globalen. Ey, wir haben doch gar nichts gemacht. Was für global? Hallo, hallo. Servus. Die Kollegen hier sind in das Haus eingebrochen. Ich warte. Ich muss um 19.05 Uhr beim Biswar sein. Mach mich frei! Ach, meine Great-Epitamie muss gewinnen! Warum werde ich festgenommen? Was soll die Scheiße? Warum werde ich festgenommen? Hallo. Was ist mit dem? Hallo, der lag hier bewusstlos. Was ist mit dem? Der Typ mit der Schallmaske, der FIB, da hat ihn einfach umgeknallt. Ey, das geht gar nicht! Der hat uns... Was ist das hier für ein Sauland? Was ein Sauland hier? Alle mit Dienstbeschwerde, jeder einzelne von ihnen. Kann ich vielleicht... Ich muss zum Biswar! Erklären, was passiert ist. Ich muss zum Biswar! Ich muss zum Biswar! Und zum 40er. Geh doch. Der Jonas Totti, der ist eingebrochen in dem Haus. Schau mal auf deine Mutter. Wir sind zu dritt eingebrochen. Hm? Nicht freimachen. Schau mal auf deine Mutter. Also. Ich schwöre auf meine Mutter, dass ihr drei in das Haus eingebrochen seid. Sind wir doch gar nicht. Nimm den anderen mit. Den Jonas nehme ich dann ins Gefängnis. Ich kümmere mich drum. Ihr könnt fahren. Tschüss. Warum sind denn sie so korrupt, Herr? Sie können fahren. Tschüss. Will nicht fahren. Oh, ist schlafen gegangen. Ich nehme dich dann jetzt einmal mit ins Gefängnis, Jonas. Ja, ja, ich komme mit. Ja, alles gut. Hab mit dem TV an der Hand, renne auch noch. Alles klar. Ist das ein Problem, dass wir rennen? Ja, das ist ein Problem. Okay, okay. Komm, wir machen jetzt ein Deal, Jani. Wenn du mich freilässt, blase ich dir ein, okay? Sicher? Richtig schön, richtig tief. Ich weiß nicht, wo du herkommst, Jonas, aber bei mir macht man sowas nicht. Ich komme aus Kurdistan. Ich gehe Esel f***en. Ach du Scheiße, der Typ. Oh mein Gott. Das sagt er. Ich geh auf die Knie. Das sagt er nicht wirklich. Hast du was gegen Kurden oder warum sagst du sowas Feindliches? Ich bin Kurde. Du hörst dich nicht an wie ein Kurde. Du hörst dich an wie ein Jonas. Wie hören sich denn Kurden an? Aha. Wie hören sich denn Kurden an? Alles klar, okay. Ja, ja, genau. Wallah, red nie wieder über meine Nationalität, du kleiner Hund. Digga, was ist das für ein Typ? Der hört sich genauso an wie ein Jonas. Und genauso Sachen sagt er auch. Ey, wie war es eigentlich, nicht in die Red Bull Lounge reinzukommen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Also, in der Red Bull Lounge hat Spaß gemacht. Oh mein Gott, der Typ, Junge. Ja, war gut, hat sehr viel Spaß gemacht. Die Burger haben auch sehr gut geschmeckt da drin. Oh nein, ich bin tot, Manjo! Seit wann können Tote reden? Naja, Verbrecher erfolgreich vom Verbrechen ferngehalten. Mission erfüllt, auf zum nächsten Haus. Später. Ist das etwa ein Wohnwagen? Da steht das absolute Schnäppchen. Das ist genau dasselbe Interieur. Hat der irgendwas? Nö. Das heißt, ich muss jetzt einfach hier stehen bleiben und warten, dass irgendjemand hier reingelaufen kommt. Und sobald jetzt ein Polizist oder FIBler hier reingelaufen kommt, nehme ich die wieder fest und sage, ich habe sie auf frischer Tat erwischt, wie sie dieses Haus überfallen haben. FIB, Hallöchen. Hey, Sie sind festgenommen. Warum brechen Sie in das Haus ein? Sie sind doch hier eingebrochen. Du hast Bock auch auf Grand RP zu spielen? Dann registriere dich jetzt über den ersten Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du dir dann auch direkt den Grand RP Launcher herunterladen. Und schon kannst du einem der deutschen Server beitreten und spielen. Viel Spaß. Sie sind hier eingebrochen. Ich habe sie doch auf frischer Tat ertappt. Nein, das stimmt nicht. Sie haben sogar eine Maske an. Keine Maske an. Sie sind ein Verbrecher. Sie haben die Maske an. Ich durchsuche sie jetzt einmal, ja?
Smokey. Hey, 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 hey. Ist das dein Komplize? Ist das dein Komplize? Komm. Smokey, ich werde was genau. Sie sind hiermit offiziell verhaftet. Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Hilfe, hallo. Alex. Ja? Warum brecht ihr einfach so in das Haus ein? Was soll das? Hallo, wir sind doch selber Beamte. Ich rufe mal Verstärkung von der FIPCO. Bernd Schäfer für Leitstelle, bitte kommen. Ja, ich bin hier bei einem Raubüberfall. Hier sind zwei Polizisten augenscheinlich in eine Wohnung eingebrochen. Ich glaube, wir brauchen hier die FIPCO. Kannst du mich von der Hand nehmen, bitte? Ja, genau. Den Ort schicke ich euch jetzt. Einfach zwei Leute von der FIPCO bitte durchschicken. Das sind nämlich Beamte. Ja, dankeschön. Ihr seid auch noch mit einem Dienstwagen hier hingefahren, um einzubrechen. Was seid ihr für Leute? Weil wir den Dispatch angefahren haben. Ich bin den Dispatch angefahren. Ihr seid eingebrochen. Ich setze euch mal kurz fest, ja? Damit ihr nicht abhauen könnt. Ich rufe jetzt Verstärkung. So, Verstärkung ist unterwegs. Warum machen sie sowas? Sie wissen schon, dass das illegal ist und sie ihren Job verlieren können deswegen. Wir haben doch gar nichts gemacht. Sie haben das Recht zu schweigen. Obama, du hast auch das Recht zu schweigen. Wer ist Obama? Er ist Obama. Guck dir mal seinen Kopf an. Er hat blaue Haare. Sehe nur ich den Kopf von dem so? Warum sieht er so aus bei mir? Wie bist du überhaupt Beamter? Du klingst wie 10, bitte. Sie haben das Recht zu schweigen und alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Okay. Ihr wisst ja gar nicht, wie ich mich anhöre, ne? Also ihr hört mich halt normal, das ist ja mittlerweile immer dasselbe. Ich switch so ein bisschen die Stimmverzerrer durch, aber die hören mich halt anders. Und zwar, ziemlich genau so. Ich bin eigentlich 10 oder auch 9. Aber wenn ich meine Stimme nicht verstelle, dann klinge ich wirklich, als wäre ich 10 oder 11. Hallo, Sheriff? Mahlzeit. Die beiden Polizisten haben einen bewaffneten Raub hier gestartet und wollten einbrechen. Und ich habe die ertappt. Ja, okay. Können Sie den mitnehmen ins Gefängnis? SG kann ich jemand mitnehmen, ja. Ja, nehmen Sie den einen auf jeden Fall mit. Der schläft auch schon. Ja, wenn er schläft, kann ich ihn mitnehmen. Der Herr ist mit seinem Kollegen in das Haus hier eingebrochen und ich habe die dann beide festgenommen. Okay, haben Sie da einen Beweis hier? Ja, ich habe die beide festgenommen. Okay, und was für einen Beweis haben Sie dafür? Die FIPCO kontaktieren, aber die FIPCO. Sie wissen ja, wie das Verfahren ist. Ich hab Bodycam. Gehen lassen. Sie nehmen die Initialien auf. Nee, ich hab eine Bodycam-Aufnahme. Ja, dann gehen Sie damit zur FIPCO und die kümmert sich da drum. Aber Sie können ja nicht irgendwelche Leute einfach festnehmen, weil Sie da gerade Bock drauf haben. Der bleibt hier, bis die FIPCO kommt. Digga, ja, bist du dumm oder so? Bist du dumm oder so? Alles klar. So, dann regeln wir das anders. Wir nehmen die Kollegen jetzt mit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Sie können zur FIPCO gehen und regeln Sie das mit denen, ne? Warum seid ihr so frech? Fahr einfach, steigt in die Autos und fahrt weg jetzt. Jetzt reicht's. Yo! Okay. Yo. Hey. Ich werde Ihnen einmal den Reisepass abnehmen. Nein, Sie Bert können Steiner. Mich nicht fesseln. Ich werde einmal nach Ihrer Identität schauen. Hallo. Ne? Lassen Sie mich bitte los. Hey. Sie sind beim... Was ist die? Hören Sie auf damit. Hey, hören Sie auf, mich zu fesseln. Funktioniert das nicht, ne? So, alle jetzt da beim Global weg. Reicht nicht jetzt. Nicht rennen mit Handfesseln. Hallo. Was soll das? Hey, Sie können mich doch nicht überfahren. Nehmen Sie mir die Handfesseln ab. Das dürfen Sie nicht tun. Warum überfährt der Kollege mich? So, der. Kommen Sie mal raus. Nehmen so, Sie mir die Handfesseln ab. Herr Kollege, was ist Ihr Problem? Dieser Typ, gell? Dieser Typ, das ist so ein richtiger Dorfscheriff. Wir klären das auf eine andere Art und Weise. Herr Kollege, glaube ich habe ein Ziel für das heutige Video gefunden. Mal gucken, ob die drüber fahren. Bitte nicht über mich. Nein, bitte nicht der LKW. Ah, das waren sie. Das waren die doch. Genau das waren die. Zu dritt. Die sind auf jeden Fall drüber gefahren und gecrashed. Wir haben vielleicht ein paar mehr Schäden verursacht. Aber wo sind die hin? Da stehen sie. Ich bin verwirrt. Wie bin ich gestorben? Oh, so wie es aussieht, sind sie gestorben. Oh nein. Hallo, Kollegin. Kollege. Hey, warum nehmen Sie mich doppelt fest? Was soll das? Was soll die Kinderscheiße? Yo, okay, er fährt einfach weg. Nein, das kann ich so nicht durchgehen lassen. Tut mir leid, das geht so nicht. Sie sabotieren mich mit ihrem Kollegen und das kann ich leider nicht erlauben. Stopp. Nein, lassen Sie das. Egal, wie sehr Sie sich bemühen, das kann ich so nicht durchgehen lassen. Das tut mir leid. Ach, da liegt er ja. Ein schönes Sturmgewehr für mich. Wie schön. So, ich nehme Sie dann einmal hoch, ja? Einen wunderschönen guten Tag, der Hallo. Ja, hallo, wir sprinten mal ein bisschen. Warte, ihn muss ich auch mitnehmen. Sie haben auch einen dazu gerufen. Ich werd verrückt. Warum rollt er denn so über den Boden? Hä? Bitte nicht schießen. Ja. Der Herr, das finde ich nicht so toll. Gehen Sie bitte weg von mir. Der Herr, ich habe da dafür gar keine Zeit. Der Herr, was machen wir jetzt? Hallo? Oh, welch eine Überraschung.
Mal so eine Frage, woher wissen Sie eigentlich, wo Ihr Kollege steckt? Woher wissen Sie das? Können Sie mir das sagen? Warte, ich tippe dir den hier hin. Woher wissen die ganze Zeit, wo der Kollege steckt? Die kommen ja immer wieder dahin. Woher wissen die denn ständig, wo ich denn hintippe? Ich lasse den ja sogar wegtippen. Und trotzdem... Hallo? Ich hab schon Handschellen. Ich weiß zwar nicht woher, aber ich hab welche. Ich weiß auch nicht, woher die ganzen Kollegen von dir die ganze Zeit kommen. Woher wissen die denn, wo du bist? Das weiß ich auch nicht. Die sind gerade einfach nur vom Shoprock wahrscheinlich abgezogen. Haben mich gefunden. Das weißt du auch nicht. Die sind ja auch auf derselben Straße gerannt. Dass ich den Discord im Hintergrund bei dir höre, davon weißt du auch nichts. Sie haben wahrscheinlich den Engel gehört, der hier über uns schwebt. Ich höre die immer noch. Nee, irgendwie hören sich hier niemanden. Das riecht nach Atmenknast, mein Lieber. Schade. Ja, das freut mich natürlich. Ich gehe jetzt einfach. Mensch, wo kommt denn das Auto? Ja, krass, cool. Hör auf zu heulen, du wirst bestraft. Ich heul doch gar nicht. Ich find's irgendwie cool. Ja, ich find's auch cool. Ja, so, was machen wir zusammen? Es ist so unfassbar unglaublich, wie mad toxic der am Anfang war, wo er nicht wusste, wer ich bin. Dann hat er herausgefunden, wer ich bin. Und plötzlich ist er so von mad toxic auf puff. Hallo, der Herr. Hallo? Was machen wir denn jetzt, der Herr? Was machen wir denn jetzt? Nein, Digga, nein. So geht das nicht. Sobald die herausfinden, wer ich bin, verändern die sofort ihren Charakter und spielen sich so von wegen... Oh, hey, rufen Sie die Polizei, ich werde entführt. Schade. Vorhin war der noch richtig mad. An dem Kreis da vor dem Haus, wo ich diese Leute verhaften wollte, weil sie wo eingebrochen sind. Und jetzt macht er auf, ich spiele mit, ich bin gar nicht toxic, ich bin nicht mad, haha. Ganz abgesehen davon, dass der Typ metagamed mit seinen Freunden. Der wird von mir und einem Admin dreimal durch die ganze Stadt tippet und die Leute kommen im Bugatti trotzdem angefahren und wissen, wo er ist. Bruh. Ich rede mit ihnen jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt dasselbe, was sie machen. Ah, wieso reden sie denn? Was? Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem am Knast ankomme und die Leute von ihm warten schon dort, seine Freunde, die gar nicht wissen können, wo ich ihn hinbringe, aber, ne, Discord und so. Ach, welch eine Überraschung, welch eine Überraschung. Haben wir Crossstreife? So auf cool. Nee, cool ist hier nichts mehr, mein Lieber. Ich brauche Hilfe. Oh mein Gott. Ja, was los? Können Sie mich einmal aus dem Auto holen und mir Handschellen abnehmen? Das wäre echt cool. Der nackte Mann, der denkt, er auf keinen Fall, ich bin vom FLB. Sie haben Metagaming falsch geschrieben, der Herr. Ich kann einmal Ihren Dienstausweis sehen. Selbstverständlich, Sie können alles von mir sehen. Ich auch bitte. Reicht doch, wenn den einer sieht. Klar. Holen Sie den einmal bitte raus. Ich kümmere mich drum, ihr könnt gehen. Ich mach das. Ich werde für Metagaming gesucht. Ich hab gesagt, gib Gas. Scheiß Keck, Digga. Dein scheiß Stimmverzerrer ist so scheiße, was? Junge. Ich schwör's dir, dein scheiß Stimmverzerrer ist richtig scheiße, Junge. Digga, dann stecke ich sie alle ins Gefängnis. Na, hol mich hier raus, du scheiß Spaß. Also, Dias Francesco. Ey, Klaus, ich brauche Ihre Hilfe, bitte. Dieser Typ hier, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das ist abgeklärt, keine Sorge. Ich schwör's dir, du scheiß Spaß, Digga. Dein Stimmverzerrer ist richtig scheiße. Yo. Ey, ich schwör... Ich klär das. Oh mein Gott, Digga! Kommen Sie bitte einmal in die Zelle, Dias, Francesco. Oh mein Gott, man merkt so hart, dass du es bist, Junge. Wenn ich jetzt selber erwähne, werde ich... Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Ja. Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Er verändert jedes Mal seinen Stimmverzerrer, ne? Letztes Mal hatte er noch diese tiefe Stimme, jetzt nimmt er diese Baby. Ja, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Das ist eine Lüge. Bitte, Marc! Oh, der ist jetzt in Einzelhaft. Ich geh den mal besuchen. Gucken wir uns mal schnell die Einzelhaftzellen an, ob der gute Francesco da auch noch drin ist und da Spaß hat. Ey, er hat sich freiwillig gemeldet dafür. Hätte er einfach die Schnauze gehalten, wäre nichts passiert. Ach, da ist er ja. Ey, Dias. Was? Was? Ich weiß dir, wenn du mich hochlädst, ne? Wenn du mich hochlädst in deinem scheiß YouTube-Account, ne? Ich war immer ein Fan von dir, Junge, aber jetzt hast du mich du scheiß, hol mich hier raus. Dias, ich weiß nicht, wen sie meinen. Der Philo hatte recht. Ich habe die Admins darauf angewiesen, dich nicht vorzeitig hier rauszuholen. Ey, warte mal. Alle, die dieses Video sehen. Was wollte der sagen? Ich bin neugierig. Was wolltest du sagen? Ja, warten Sie. Tschüss. Digga. Nein, ich bin wirklich neugierig. Ich will's wissen. Ich bin neugierig. Was wolltest du alle, sagen? Alle, die dieses Video sehen. Anstatt, dass er einfach F12 drückt und lauter reden kann. Alle, die dieses Video sehen, was? Ja. Wirklich jetzt? Was denn? Abonniert Cisco G auf YouTube. Aber mit wem reden Sie denn? Ich bin doch alleine hier. Ja, mit den. Viel Spaß noch. Ja, schönen Tag noch. Später. Oh, hallo Frau Fuchs. Hallo. Sie sind heute wieder äußerst hübsch unterwegs. Dankeschön. Geile Leggings, ey. Was? Schöne Beine haben Sie. Ja, die siehst du unter meiner Hose gar nicht. Aber danke. Geiler Arsch, ey. Schon wieder hier so ein Garagenpark.
Ach, verdammt, das ist eine ganz arme Socke. Der hat nicht mal Interieur für sein Haus gekauft. Es ist alles komplett leer. Oh nein. Oh nein. Kommt jetzt der Hausbesitzer rein. Oh nein. Der Hausbesitzer. Raus aus dem Haus. Hier ist ein Überfall gemeldet worden. Hallo? Ja, das ist mein Haus. Sind Sie hier eingebrochen? Sie sind hier eingebrochen. Selber. Hallo? Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Sie haben das Recht zu schweigen, bis die Verstärkung kommt. Das ist mein Haus. Sie sind hier eingebrochen. Was haben Sie mitgehen lassen? Das ist mein Haus. Warum sind Sie hier eingebrochen? Nochmal, das ist mein Haus. Sie haben kein Recht, einfach so in fremde Hütten einzubrechen und Dinge zu entwenden, die ihnen nicht gehören. Bodycam ist an, ne? Ich wollte es nur sagen. Ja, meine Bodycam also ist auch an, damit auch jeder sieht, wie Sie hier eingebrochen sind. Schneider für Leitstelle, brauche dringend Unterstützung. Hier ist ein Raubüberfall an einem Haus gemeldet worden. Ich habe den Übeltäter auch schon festgenommen und gestellt. 1420, kannst du hören, du Dummbatz? Das ist mein Haus. Der Standort. Meines. Ja, genau. Schicken Sie am besten einfach zwei Streifen kurz vorbei. Ich glaube, der ist gewalttätig. Der hat auch illegale Waffen. Ich kann es nicht fassen. Wir warten. Ich gehe jetzt raus aus meinem Haus. Wir warten jetzt erstmal auf die Verstärkung, okay? Das ist Hausfriedensbruch. Das, was Sie machen, ist Hausfriedensbruch, denn Sie sind hier eingebrochen. Das ist mein Haus, du Idiot. Ich darf nicht mal in mein eigenes Haus gehen. Wie ist das? Ich diskutiere jetzt auch nicht mehr weiter mit Ihnen. Das können Sie mit Ihrem Anwalt klären oder mit den Leuten vom FIB, die Sie gleich ins Gefängnis begleiten. Nochmal, das ist mein Haus, verdammte Scheiße. Ich habe hier nicht eingebrochen. Das gehört mir. Haben Sie irgendeinen Beweis dafür, dass das Ihr Haus ist? Ja, na klar. Nehmen Sie mir die Handschellen ab, ich gebe den Reisepass und die gucken vor der Tür, wen das gehört. Das ist Igor Graf, natürlich. Ich bin Igor Graf. Ich kann nicht lesen. Kacke. Ich muss warten, bis der Kollege kommt. Meine Fresse. Da wird aber wohl wahr sein. Die Polizei soll Freund und Helfer sein. Und ja, das ist die Hausnummer 1162. Bringen Sie bitte zwei Streifen. Der Mann hat illegale Waffen dabei. Unterwegs. Jo, das gebe ich sogar zu. Ja, ich habe illegale Waffen. Der ist einfach so in ein fremdes Haus eingebrochen und hat versucht, hier Gegenstände zu entwenden. Das ist mein Haus, du Idiot. Nochmal. Was soll denn der Scheiß? Das ist die Hausnummer 1162. Eigentümer nicht vor Ort. Eigentümer nicht vor Ort und nicht wach. Eigentümer ist vor Ort. Idiot. Jetzt frage ich nochmal, bist du dumm? Das ist mein Haus, du sollst mir helfen. Du so, bist die Polizei. Ich werde jetzt mal Ihren Ausweis nehmen, ja? Ja. Herr Graf, bitte? Hallo. Sie das? Ja, ja. Igor Graf, mein Name. Und jetzt gucken Sie bitte draußen, wem das Haus gehört. Können Sie mir jetzt nochmal sagen, warum Sie in fremde Wohnungen einbrechen? Hallo, Kollegen. Der Herr hier, der ist bewaffnet. Achtung, der ist eingebrochen, ja, der Herr. Ich bin nicht eingebrochen, das ist mein Haus, verdammt. Jetzt guck doch mal nach. Der ist eingebrochen. Das ist mein eigenes Haus. Und das ist nicht sein Haus. Da müssen Sie auch gar nicht mehr nachgucken. Ich habe schon nachgeguckt. Sollen wir den mitnehmen? Alter, ja. Jetzt reicht's gleich. Jetzt reicht's. Bitte gucken. Herr, bitte einmal kurz eine Stufe herunterfahren. Das ist nicht sein. Gucken Sie nach. Gucken Sie nach und bestätigen Sie mir, dass es nicht sein Haus ist. Gucken Sie nach, Dima. Gucken Sie nach. Pascha, guck mal nach. Benjamin. Ich hab ihn mal kurz die Papiere zugesteckt. Das ist nicht sein Haus. Alles klar, Kollegen, ich kümmere mich darum. Danke für die Unterstützung. Ich werd ihn dann ins Gefängnis bringen. Ich mach das. Könnten Sie die Akte noch schreiben? Machen Sie das, Herr Steiner. Können Sie bitte die Akte schreiben? Was bekommt er denn, Herr Steiner? Einbruch und Diebstahl. Und die illegalen Waffen nehmen wir auch noch dazu. Mein Haus, ihr Idioten! Hallo, es ist mein Haus. Dima, können Sie mal nachgucken gehen? Dima, gucken Sie mal nach, ob das sein Haus ist, ja, bitte. Ja, eine Sekunde. Der Name von dem Herrn. Mein Name ist Igor Graf. So, nee, dann sind sie nicht Besitzer des Hauses. Nee, sind sie nicht. Also, ich werde sie dann einmal hier hinter Gitter bringen, Herr Graf. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen. Und ich bringe sie woanders. Ja, bla, bla, bla. Alles, was sie sagen, kann und wird vor Vielen Gericht. Vielen Dank an die Polizei, ne? Gegen Vielen sie lieben Dank. Verwendet werden. Für die Hilfe, dass sie haben dass das mir Recht geholfen auf haben, einen mein Haus Anwalt zu verteidigen. Danke. Falls sie sich keinen leisten können, wird ihnen auch keiner gestellt. Sie machen da richtige Scheiße, ne? Sie machen einen Scheißjob. Wissen Sie was? Weil Sie so frech zu mir sind, fahren wir mal kurz spazieren, Herr Graf. Ja, Sie sagen, das ist nicht mein Haus, obwohl es mein Haus ist, ne? Herr Graf, warum sind Sie so frech? Ich bin nicht frech. Hat es sich gelohnt, dort einzubrechen? Hat sich das gelohnt für Sie?
guck mal. Schauen Sie, wo Sie jetzt sitzen. Hat sich das gelohnt, so viel kriminelle Energie aufzuwenden, um in ein fremdes Haus einzubrechen? Haben Sie Beweise, dass ich hier eingebrochen habe? Ich bin dort auf Sie. Hallo, ich habe eine Frage gestellt. Ich habe Sie angetroffen am Ort der Schandtat. Sie waren doch in meinem Haus. Sie haben doch eingebrochen. Nachdem Sie eingebrochen sind in dieses fremde Haus. Sie waren ja vorher da. Nee, Herr Graf, ich muss da auch nicht weiter diskutieren. Ja. Die Fakten sprechen ganz klar gegen Sie. Ja, eine Bodycam habe ich auch, wo ich Sie angetroffen habe in diesem Haus. Ja, ich habe eine Bodycam-Aufnahme davon. Ich auch, ja, ich auch. Und das werde ich dem Richter dann auch vorweisen. Ja, das Gleiche kann ich auch machen. Sie verweisen mich von meinem eigenen Haus. Herr Graf, das ist ein ganz einfaches Spiel. Das ist nicht Ihr Haus gewesen. Das haben Sie die Kollegen auch schon bezeugt. Natürlich. Das ist nicht Ihre Wohnung. Natürlich ist das mein Haus. Dort stand nicht Ihr Name. Doch. Dort stand nicht Ihr Name, Herr Graf. Oh, hier ist ja noch ein Haus. Gehört das etwa auch nicht Ihnen? Wollen Sie hier einbrechen, Herr Graf? Nein, das gehört nicht mir. Herr Graf, wollen Sie hier etwa einbrechen mit Ihren gefährlichen Waffen, die Sie da noch haben? Nein, eigentlich nicht. Ich habe die Waffe aus Verteidigung genommen, um nicht so einzubrechen. Herr Graf, was machen Sie hier? Warum sind Sie in dieses Haus eingebrochen? Bin ich nicht. Sie haben mich reingeschleppt. Wir haben Sie eben gerade losgelassen. Sie können doch nicht einfach hier wieder in Häuser einbrechen. Was soll das denn? Wir warten jetzt erstmal auf die Kollegen. Das können Sie dann den Kollegen erzählen, dass Sie hier nicht nochmal eingebrochen sind. Beruhigen Sie sich und legen Sie die Waffe weg. Sie Dieb, Sie Gauner, dreckiger Räuber. Ich Gauner, ne? Ein paar Sekunden später. Ich habe ihn, Kollegen, ich habe ihn schon. Okay, gut. Wollt ihr den mitnehmen? Ich muss dringend weg. Der ist in das Haus eingebrochen. Der hat noch Waffen dabei. Beten wir los. Der hat schon wieder versucht, dein Haus zu überfallen. Kümmern Sie sich am besten um ihn. Jetzt halten Sie mal die Klappe, bitte. Gehen Sie bitte weg, dass ich mit Erwachsenen... Herr, bitte beruhigen Sie sich doch mal. Wollen Sie dieses Mal auch wieder behaupten, das Haus gehört Ihnen? Ich kam zu meinem Haus, ne, vorhin, die Nummer... Das erzählt er uns schon den ganzen Tag. Zum dritten Mal ist er in ein Haus eingebrochen, was angeblich ihm gehört. Das funktioniert doch nicht mehr. Setz mal auf hier zu schreien, Herr Graf. Hören Sie auf zu schreien jetzt, jetzt reicht's dann aber. Das ist mein verdammtes Haus. Das ist nicht Ihr Haus. Ja doch. Fragen Sie doch mal die Kollegen, die gucken nach. Das ist nicht Ihr Haus. Ja, weder das Rote noch das Grüne hier. Der Kollege hat mich hierher gebracht und hat mich in das Haus reingeschleppt, ne, mit Handschellen. Also, wie soll das gehen? Das ist gelogen. Das heißt, der FIBler ist in das Haus eingebrochen, um sie in das Haus zu nehmen, um sie festzunehmen, um jetzt zu sagen, um jetzt die Globe zu machen, um dann zu sagen, dass sie eingebrochen sind. Das klingt schon ziemlich lächerlich. Ich kann den mitnehmen. Ja, ja, nehmt mich mit. Lass es uns hinter uns bringen, das hat sowieso keinen Sinn mehr. Außer der FIBler möchte das natürlich machen. Nee, meine Arbeit ist erledigt hier. Lassen Sie sich das eine Lehre sein, Sie dreckiger Schuft. Herr FIBler, was bekommt denn der alles? Nun, er ist in drei Häuser eingebrochen und hat illegale Sachen dabei. Hat er auch geschossen oder so? Ja, der hat auch geschossen. Der hat mich auch verletzt. Und der erfindet sich jetzt hier irgendwelche Lügengeschichten, dass ich ihn rumgezerrt hätte. Also... Alles gut, der Herr. Wir brauchen uns ja nicht hin und her wälzen. Das ist wirklich sehr lächerlich und klingt sehr weit hergeholt. Als ob das wahr wäre. Als ob er die Wahrheit erzählt. So, der Herr. Da mal Kopf reinziehen, ja? Ich pack Sama ins Auto. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Später. Mach den Föhn aus! Der Herr ist am Staubsaugen. Ja, sorry, ey, hier war es echt schmutzig hier drin. Tun Sie sich keinen Zwang an. Staubsaugen Sie einfach weiter. Hallo, ey. Digga, wer spricht hier so wie so ein kleines Kind? Ich bin 10, sei leise. Und ich bin 11!